verstauchte Knöchel. Davon hat es vergangene Nacht einige gegeben. Fast 600 Besucherinnen und Besucher haben die Sanitäter vom DRK bis heute Morgen versorgt. Fast 30 mussten ins Krankenhaus, unter anderem wegen Unterkühlung. Trotzdem war das für das Rote Kreuz eine vergleichsweise ruhige Nacht. Üblicherweise haben wir um diese Jahreszeit andere Temperaturen, manchmal sogar extreme Temperaturen, deutlich über 30 Grad. Da kommen Menschen zu uns, die zu wenig getrunken haben, die Sonnenbrand haben, weil sie keine Mütze auf hatten und ähnliche Dinge mehr. Und in diesem Jahr ist das eher so, dass jemand ausgerutscht ist, umgeknickt, Knöchel verstaucht und ähnliche Sachen mehr. Auch auf den Zeltplätzen wird heute überall getanzt. Kein Wunder, die Raver müssen sich nach einer kühlen und verregneten Nacht schließlich wieder aufwärmen. Ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Also der Matsch ist zwar ein bisschen schlecht für die Hosen und Schuhe, aber es macht trotzdem Spaß. Wir haben jetzt Hoodies anstelle von Hotpants eingepackt. Deswegen kann man, also wenn ich hier manche sehe, die wirklich in Bikini rumlaufen, frage ich mich, wie sie es schaffen, aber wir kommen gut zurecht. Bevor es gestern losging, gab es erstmal etwas Unmut. Besucher beschwerten sich darüber, von Menschenmassen eingequetscht gewesen zu sein. Und zwar dort, wo die Eintrittskarten mit den Festivalbändchen verknüpft werden. Das hat hier für 2 Stunden vor dem Einlass in den Containern deutlich zu lange gedauert. Das wissen wir, da haben wir uns heute auch schon für entschuldigt bei den Leuten. Das war nicht in unserem Sinne, war auch so nicht geplant. Das ärgert uns selbst am meisten. Haben wir aber dann auffangen können und ab 0 Uhr lief es dann wieder reibungslos. Der Rest der Nacht Party. Ich bin das erste Mal hier. Ich feiere einfach den Techno. Ich habe Ohrstöpsel mit, dass mich mein Gehör nicht komplett zerfickt. Aber ist geil. Die Stimmung ist sehr gut. Ich würde sogar sagen, besser als letztes Jahr. Mir gefällt es hier gut. Ich bin jetzt schon das zweite Mal hier. Und die Musik, die Menschen, die Connections, die Lichter, ist alles cool. Seit 18 Uhr geht's weiter auf dem Festivalgelände. Die Raver müssen aber auch heute Nacht immer wieder mit Regen rechnen.